Jo, so wieder bei Golden Sun. Beim letzten Mal haben wir hier das Spiel begonnen und sollen uns nun aufmachen, ein bisschen Alchemie zu lernen. Aber zuvor gehe ich nochmal kurz nach Hause. Hallo Mama. Ja, hier wohnen wir. Ich habe mir jetzt auch erstmal direkt die ersten Kommentare erstmal durchgelesen, jetzt bevor ich den zweiten Part aufnehme. Was ich sonst eigentlich nicht mache, sondern eher ganz viel am Stück aufnehme. Gerade wenn das Spiel so schön ist. Aber ich wollte erstmal so auf die ersten Reaktionen so ein bisschen gucken und ja, ich würde sagen, die teilweise Überraschung gelungen. Manche Leute waren da doch ein bisschen sehr überrascht, dass das plötzlich in der Abo-Box war. Und viele haben sich gefreut, viele kannten das Spiel auch schon, unter anderem von dem Let's Play von Christian damals. Für einige war es auch neu und ja, ich freue mich, euch da so ein bisschen was zu zeigen. So, die Welpen wollen wir nicht stören beim Spielen, also nehmen wir einen anderen Weg, der weiter oben ist. Können wir ein bisschen Alchemie lernen gehen. Ich finde allgemein, Alchemie ist ein schönes Thema. Ich klatsche zwar hier nicht in die Hände, um irgendwas zu erzeugen, aber ich kann Magie. So, musst du hier vorbei? Ja. Du willst sicher zu Cradens Haus. Sie scheinen nur wenig über die Geheimnisse des Heiligtums von Sol zu wissen. Oh? Die Ältesten von Vale gewähren niemanden den Zutritt. Nicht einmal Crayden. Crayden, ob er uns von Nutzen sein kann? Sein Wissen ist nicht zu unterschätzen. Wir können es nutzen. Aber er ist noch viel sturer, als wir erwartet haben. Und er ist gerissen. Gerissener, als man glauben würde. Wenn er nicht freiwillig geht, können wir noch immer... Hä? Ihr da, was macht ihr da? Was wir hier machen? Habt ihr unser Gespräch belauscht? Nein. Ich denke, dass ich euch beim Wort nehmen sollte. Hey, ihr seid doch die hier rumgeschlichen sind. Herumschleichen? Wer bist du, dass du es wagst, mich zu beschuldigen? Also hat sich Crayden mit euch verabredet. Ja, wir wollten gerade zu ihm gehen. Ist diese Verabredung wichtig genug, um uns zu vertreiben? Ja. Wenn euer Auftrag wichtiger ist als unserer, dann... Geht. Ihr lasst uns gehen? Bist du dir sicher, Sartors? Minardi, wir haben keinen Grund, diese Kinder noch länger aufzuhalten. Lass uns gehen, Isaac. Okay. Geht, Kinder, ihr dürft Crayden nicht warten lassen. Sollte besser gehen, bevor wir unsere Meinung ändern. Okay. Tschüss, Sartoros und Minardi. Hast du von den schrecklichen Knurren von der anderen Seite des Zauns? Nein. Lass es doch, oder? Ich habe Angst. Habe ich jetzt ja oder nein gedrückt? Wer waren Sie? Sie wissen bereits zu viel über das Heiligtum von Sol. Dinge, die nicht mal die Ältesten von Vale wissen. Und was haben Sie über die Elemente gesagt? Die Elemente der Alchemie, Erde, Wasser, Feuer und Wind. Planen Sie zu mobilisieren? Und die vier Elementarsterne sind der Schlüssel? Oh mein Gott! Dies sind Dinge, die nicht einmal ein erfahrener Gelehrter der Alchemie, wie ich es bin, wissen kann. Ich kann einfach um dich herumlatschen und dir deine Töpfe angucken. Du hast schöne Töpfe. Oh, ich habe Elixier gefunden. Eins der nutzlosesten Items dieses Spiels. Ja, das ist wahr. Denn Elixiere... Moment. Heiltäuschung, Lähmung und Schlaf. Alles, was nach dem Kampf, glaube ich, sowieso weg ist. Ne? Oh, Isaac! Siehst aus, als würde dir etwas auf dem Herzen liegen. Mir? Nun. Es geht um die beiden, nicht wahr? Sartoros und Minardi hießen sie doch. Sind sie immer noch da draußen? Sind sehr hartnäckig. Wollen sie etwas von dir, Crayden? Das scheint der Fall zu sein. Was meinst du mit das scheint? Der Alephberg und das Heiligtum von Sol. Sie sprachen davon, als hätten sie alles mit eigenen Augen gesehen. Hä?
Ist das nicht merkwürdig? Ja. Ja, man kann den Alefberg nicht einfach so betreten. Und wenn sie heimlich eingedrungen sind, dann können sie Diebe sein. Wir müssen den Ältestenrat und die Dorfbewohner damit informieren. Moment noch, wartet. Ich weiß noch, wie akkurat ihre Aussagen waren. Wir können nichts unternehmen, bis wir einen Beweis für die Dinge haben, die sie mir erzählt haben. Was sollen wir dann tun? Wir gehen und holen uns den Beweis. Du meinst, wir sollten uns selbst ins Heiligtum von Sol gehen? Ja. Ist das nicht unmöglich? Warum sollte es? Nur weil es verboten ist, den Alefberg zu erklimmen? Ja. Wir wollen ja nur herausfinden, ob sie wirklich dort waren. Das ist sicherlich akzeptabel. Ja, mach einfach eine böse Tat oder eine illegale Tat, einfach nur um was rauszufinden. Funktioniert. Wenn uns da niemand sieht, dann geht das schon in Ordnung, oder? Ja, ja, klar. Passt. Stimmt, wir haben ja schließlich nichts Übles im Sinn. Wenn ich jemandem was klaue und mir denke, dass es zu seinem Wohle, ist es nämlich auch was Gutes, weil ich nichts Übles im Sinn habe. Das soll einfach unser Geheimnis bleiben, ja? Jo. Dann ist es beschlossene Sache. Du sollst unser Anführer sein, okay, Isaac? Jo. Zwischen dem Alefberg und dem Heiligtum von Sol ist es nicht ungefährlich. Aber du wirst das schon schaffen, oder, Isaac? Du bist viel umsichtiger als Garrett. Isaac, das geht schon klar. Puh. Du musst nicht so unverblümt sein. Und weg ist er. Erstmal so ein paar Beutelchen mitnehmen. Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Also gut, lass uns gehen. Okay. Anders als die anderen beiden. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ist Crane aber nicht mit in unserem Team. Er ist nur ein nerviger NPC. Ein sehr nerviger NPC. Keiner mag ihn. Und ich habe mir gerade seine letzten 5 Münzen geklaut. Der Brunnen von Tolbi. Dort kann man sein Glück auf die Probe stellen. Ich suche nach Lemurianern. Studium der Alchemie. Okay. Oh, schön, dass hier noch so viel Stuff auch rumliegt, was man noch erkunden kann. Na, mehr kann ich Crane nicht klauen? Nö, okay, dann gehe ich. Genug geklaut. Ab zum Heiligtum von Sol. Oder zum Alefberg. Sind die Hunde eigentlich immer noch da? Na, jetzt sind sie weg. So kann man ein Spiel auch dazu zwingen, einen bestimmten Weg zu nehmen, wenn man einfach den anderen ein bisschen blockiert. Ihr plant doch nicht etwa auf den Alefberg zu schleichen, oder? Nein, wer wird denn sowas machen? Ich werde euch das nochmal durchgehen lassen. Aber ich behalte dich im Auge, Isaac. Ja, hast du gut gemacht. Übrigens, Props an den Wächter. Ziemlich guter Wächter. Ich laufe besser weg. Bevor er mich wirklich noch sieht. So, Eingang zu Sol. Dann schauen wir doch mal. Dies ist der Eingang ins Heiligtum von Sol. Seid doch zum ersten Mal hier, oder? Da wir eigentlich hier nicht hin dürfen, ja. Dies ist ein wichtiges Relikt aus unserer Vergangenheit. Seht es euch gut an. Okay. Schöne Wände. Schönes Wasser. Ich bin falsch gesprungen. Direkt der erste Sprung erstmal ins Leere. Das war richtig. Ach ja, die guten alten Golden Sun Hüpfrätsel. Sollten hier nicht eigentlich Monster kommen? Zumindest haben Diana, Jenna, glaube ich. Hat Jenna oder hat Garrett das gesagt? Jedenfalls sollten hier Monster kommen. Da haben wir sie auch schon. Fledermäuse. So, ich kann mal. Nicht mit dir, aber ich kann hier mal Synergie jetzt zeigen. Wir können nämlich Feuer machen. Sogar recht stark. Und das kostet uns halt PP, was quasi unsere MP sind. Die sich aber, wenn man sieht, vielleicht sieht, wir haben jetzt 23, wir haben jetzt 24, die füllen sich durchs Laufen wieder auf. Das ist sehr, sehr praktisch. So. Ich glaube, ich muss erst hier lang. Nein. Ich muss gleich nochmal hier hin. So, greif einfach ganz normal an. Zack, der nächste Crit. Und hat man das gerade gesehen?
Garrett hat rein theoretisch auch die andere Maus angegriffen. Aber da sie schon besiegt war, hat er sich einfach nur geschützt. Und da hat man auch ganz gut gesehen, wenn Gegner sich schützt, nimmt er auch sehr viel weniger Schaden. Sieht man direkt im zweiten Part schon so viele Mechaniken dieses Spiels, die eigentlich nichts Besonderes sind. Heutzutage, weil jedes Spiel das oder jedes JRPG die irgendwo mit drin hat. Ich weiß nicht, wie es damals war. Hier ist auch nichts. Schön, dass ich erstmal alle falschen Wege zuerst abgehe. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es damals, 2001, 2002 war so die JRPG-Sachen hier in Deutschland. Final Fantasy so ein bisschen? Moment, du greifst da an. Das hat sogar gereicht, perfekt. Was gab's denn damals so derzeit hier alles in Deutschland an JRPGs? Tales kam, glaube ich, erst ein bisschen später. Mit Tales of Symphonia. Ansonsten... was ich auch gelesen habe, auch unter den Kommentaren. Grandia für die PlayStation. Müsste ja auch ungefähr die Zeit gewesen sein. So, wenn wir hier übrigens an so einer Stelle was ein Item benutzen können, öffnet sich automatisch auch unser Item-Menü. Oder allgemein das Menü. Dann können wir einfach das kleine Juwel wählen, was wir eben noch bekommen haben und benutzen. Du hörst, wie etwas Steinernes sich verschoben wird. Ah ja, ihr könnt mir ja gerne ein paar gute RPGs aus dieser Zeit halt damals, so nach der Jahrtausendwende nennen. Vielleicht gucke ich ja irgendwann eins von denen auch mal rein. Ich bin ja prinzipiell ein großer RPG-Fan. Ich glaube, Metroidvania und allgemein so Plattformer sind vielleicht nochmal einen kleinen Tacken noch beliebter bei mir, aber RPGs sind auch sehr weit oben. Mein Herz schlägt für RPGs. Immer schön, solche zu spielen. So, was ist los, Crayden? Die zwei haben gesagt, es gäbe einen versteckten Pfad, der noch tiefer ins Heiligtum führen würde. Ich bin schon viele Male hier gewesen und ich fand immer, dass es irgendwie eigenartig aussieht. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das Heiligtum von Sol immer anders vorgestellt. Was meinst du? Das Heiligtum von Sol wurde zu Ehren der Sonne errichtet. Sollte irgendetwas zu finden sein, was dies repräsentiert. Ich habe mich immer gefragt, warum dem nicht so ist. Wenn es einen versteckten Pfad gibt, führt er vielleicht zu. Nun, lass uns mal sehen, ob wir ihn finden. Ich glaube, er meint es ernst. Sollen wir ihm helfen, Isaac? Nein, Isaac. Wer ist Isaac? Bah. Es ist gefährlich, wenn wir uns aufteilen. Wir sollten zusammenbleiben. Okay. Die sind gar nicht verdächtig hier, die Bodenplatten. Ich gehe jetzt einfach mal da rein. In diesen versteckten Gang. So, mach du mal Flamme und du greifst da noch einmal an. Im Idealfall reicht das jetzt aus. Ging jetzt gerade einfach abgehauen. Kameradenschwein. Schauen wir mal, ob auf der Seite noch was ist. Ich weiß nämlich jetzt auch gerade nicht mehr auswendig, welcher der richtige Weg ist. Yo. Okay. In dem Raum hinter der Statue ist einfach noch eine Statue. Ja, der Architekt hat sich sicher was dabei gedacht. So. Man sieht auch, man sieht ja nur drei Striche und der in der Mitte ist ein bisschen dicker. Dass der Gegner, der quasi in der Mitte von dem Angriff steht, der kriegt auch ein bisschen mehr Schaden. Wenn wir jetzt auch ganz an den Rand kriegen, kriegen auch nur zwei Gegner Schaden. Ist halt so ein bisschen angepasst und oh, das hat sogar gut gereicht. Na, nur da ein. Ah gut, der hat sich auch geschützt. Da, sehr schön. Isaac hat ein Level abbekommen. Und ist jetzt ein Junker der Stufe 2. Und hat als Synergie gerade noch Beben gelernt. Ich halte noch einmal schnell durch. Und dann schauen wir mal weiter. Ich weiß, glaube ich, im Endeffekt, ob ich links oder rechts lang hier. So, was haben wir das hier noch gelernt? Kann ich das ja auch mal einmal demonstrieren? Ich dachte, das würde nicht ausreichen. Ne, andersrum. Ich dachte, das würde ausreichen. So, Garrett hat auch ein Level abbekommen. Das heißt, Jenna wird wahrscheinlich auch recht bald eins bekommen.
Hier war jetzt aber auch irgendwie nichts. Aber das eine Level-Up ist jetzt, wie gesagt, mit einem Mal schon schneller als Jeddah. Oder kann man das auch... Ach, ich drücke immer auf den falschen Knopf. Schnelligkeit 17, 9, 15. Na gut. Garrett ist lahm. Er ist sehr lahm. Na, ich sehe schon, da links geht's zur Natur. Na, Moment, jetzt habe ich ein bisschen doof angegriffen, ne? Ja. Dann nehme ich Garrett keinen zum Angreifen. Muss auch so langsam erstmal wieder reinkommen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Schnelligkeit steigt um 4. Ja, das ist hier wieder schneller. Um so wieder ein Gefühl zu bekommen, wie ich hier welche Gegner angreife. So gerade eben, weil man dann einfach nur verteidigt. Ui, sind mal eine ganze Menge Gegner. Eben gerade, weil man einfach nur verteidigt, wenn man eben... Ja. Nur... ins Leere angreift. So, mach du dann so. Du greifst dann genau die Mitte an. So, hoffen wir, dass das für den ganzen Linken reicht. Nee. Na gut, wir haben immerhin alles bis auf einen Schleim in einer Runde besiegt. Weil ich manchmal frage, wie genau da die Erfahrung aufgeteilt wird, aber... Jo. Ein weiteres kleines Juwel. Das werden wir sicher auch noch irgendwo brauchen. So. Ich glaube, zwei Angriffe von den Jungs reichen aus für so ein K.O. Ja. Da kann man davon ausgehen, Jenna ist die etwas schwächere. Bei. Na, ich glaube, Jenna hat in dieser Runde sogar mehr Schaden als Garrett gemacht. Aber prinzipiell, sie ist eher so die schnelle Magierin und die anderen beiden sind eher so die, ich hau drauf. Ja, komm, mach mal ein Beben auf die. Du machst da ein Beben hin und du machst dann, eine Flamme meine ich hin. Na, hat leider nicht ausgereicht. Die habe ich jetzt angegriffen mit Garrett. Oh, doch sehr passend sehe ich gerade. Perfekt. Als wäre es geplant gewesen. Werde dieses Menü noch häufiger sehen mit dem Speichern. Ich klicke da immer falsch drauf, wenn ich eigentlich nur... Meine Güte. Guck mal, eine Menge Gegner. Wenn ich eigentlich nur mal eben in das Synergy-Menü gehen möchte. Oh, nice. Der Crit kam jetzt sehr passend. Flüchten kann auch nicht immer treffen. Ach ja. Schauen wir mal, was dann hier weitergeht. Ich finde die Musik auch super in diesem Spiel. Aha. Noch mehr Statuen. Sieht nicht aus, als können wir sie von hier aus erreichen. Vielleicht gibt es Synergie der Schlüssel. Isaac, versuch deine Synergie einzusetzen. Kann man es eigentlich? Ich glaube, das kann man nicht sehen. Aber wir haben ja den Verschieber auf einen Shortcut gesetzt. Oh, guck mal. Direkt das Richtige gefunden. Da können wir nämlich das kleine Juwel verwenden. Jetzt habe ich es einfach weggedrückt. Wir haben auf jeden Fall ein irgendwas Steinernes wurde verschoben. Hat das jetzt eigentlich ein bisschen Energie verbraucht? Ich glaube, ja. So, da hätten wir noch was. Da nicht. Da auch nicht. Habe ich überhaupt noch genug? Einen. Moment. Weil ich kannst du nur da einfach Garretts Synergie nehmen. Der hat's ja auch. Eigentlich ist das ja auch eine Feuer-Synergie, wie man am Symbol hier sehen kann. Hier nicht. Moment. Ich glaube, bei Status konnte man es sehen. Da. Roter Punkt natürlich für Feuer. Gelber für Erde. Ich glaube, andere haben wir bisher auch noch nicht. Ja. Warum Isaac das auch kann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wurde es jemals erklärt, warum Isaac das auch gelernt hat? Ist das der richtige Weg? Oder ist das nur ein... Das ist eine Sackgasse. Okay. Und hier haben wir jetzt ein paar Blender. Die wollen uns blenden.
Haben wir die nicht einfach Geister nennen können? Weil, naja, das sind einfach nur Geister. Die erstmal meinem Angriff ausweichen. So, und weg mit dir. Ah, Level 3 direkt auch schon mal erreicht. Läuft. So, dann nehmen wir nochmal den anderen Weg. Hätten wahrscheinlich auch vorher schon alles verschieben können, um zu gucken, wie das denn davor aussieht, aber jo. So, ja, toll. Jetzt sind wir sogar stark genug, um den zu wandeln. Aber merkt schon, so ein Level-Up macht doch so doch ein bisschen was aus. Das ist wahrscheinlich auch, naja, nicht direkte Sackgasse, aber da will ich noch nicht hin. Da kommt vielleicht nämlich eine Katze hin, wenn ich da reinlaufe. Ist auf jeden Fall gut im Ausweichen, der Gegner. So, ich möchte hier eigentlich noch links gucken, ob hier noch was ist. Ja, eine Truhe. Mit einem Heilkraut. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Gut, bevor wir mal da reingehen, ich aktiviere es immer wieder, werden wir erstmal Schluss für heute machen und dann, ja, beim nächsten Mal gucken. Synergie füllt sich sogar recht schnell auf, wenn ich das mal so schaue. Na dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.